Ja, willkommen von daheim. Ich dachte, ich stelle heute mal einen Klassiker vor. Ich habe ja bis jetzt nur Mangas vorgestellt und ich habe auch ziemlich viele, ich sag mal, normale Comics, also Comics aus dem Westen und die nicht asiatisch sind. Und das hier ist eins dieser wirklich tollen Comics mit einem wunderbaren Humor, das jetzt in einer Neuausgabe erschienen ist. Die nennt sich Die Bibliothek der Comic-Klassiker. Und da ist dieser Heger-Comic, der kommt in so einem, in so einem Schuber. Also ist eine ziemlich schöne Aufmachung. Und hauen wir es mal raus. So, das ist das schöne Stück. Das ist wirklich ein großer Comic im DIN A4 Format. Wirklich eine sehr, sehr schöne Aufmachung. Wem er gilt, ihr dürft gern pausieren und euch das durchlesen, falls ihr falls euch das durchlesen wollt. Der Preis liegt bei 36 Euro, ist meiner Meinung 35 Euro, Entschuldigung, ist meiner Meinung nach absolut gerechtfertigt. Man bekommt dafür ein relativ dickes Buch mit genug Material. Und ja, einer wirklich schönen Aufmachung. Und wer Heger kennt, der lernt dieses schöne Teil auch wirklich lieben. Das ist ein, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen so ein Männerhumor. Heger ist ein Wikinger, der dessen Abenteuer hier festgehalten sind in kurzen Clips. Manchmal sind die Clips einfach nur so ein Streifen lang. Manchmal gehen sie über die ganze Seite. Heger, seine Frau Helga und die Kinder. Das ist alles in Schwarz-Weiß gehalten, das ist also kein Farbcomic. Aber trotzdem sehr, sehr angenehm zu lesen. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Das ist absolut mein Humor. Ich mag diesen trockenen Humor. Und es ist, glaube ich, weniger was für Kinder, obwohl meine Kinder, ich habe ihn schon ein paar Mal draus vorgelesen und ihnen auch die Bilder mal gezeigt. Ich habe dann immer so einen kleinen Zeigestock, mit dem ich dann die einzelnen Bilder antippe und ihnen dann vorlese. Und ja, das ist. Comic lesen ist mittlerweile so ein bisschen eine Routine geworden bei uns. Ich lese also gerne Comics vor und sie hören gerne zu. Und wie gesagt, manchmal verstehen sie den erwachsenen Humor nicht, aber sie sind trotzdem immer gerne dabei. Ich zeige einfach so ein bisschen ein paar Bilder. Und so ein bisschen den Zeichenstil. Um vielleicht so ein bisschen das Interesse bei dem einen oder anderen zu wecken. Weil ich glaube, dass es ein echt toller Comic ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob der so bekannt ist in Deutschland.
Es gibt sehr viele Einzelbände, sehr dünne, in verschiedenen Formaten, auch dickere. Aber ich muss sagen, das hier ist der schönste, ja, Sammelband, der mir bisher in die Finger gekommen ist. Den habe ich mal, ich glaube, im Urlaub gekauft. Und die 35 Euro, die sind da ganz gut investiert. Man hat also eine ziemlich lange Zeit dran zu lesen. Ich muss das mal wieder durchlesen. Das ist einfach herrlich. Die Geschichte an sich ist, ja, ist eigentlich schnell erzählt, weil es keine Riesengeschichte ist, die zusammenhängend ist. Also schon lose zusammenhängend, aber es sind immer einzelne Clips, wie gesagt, einzelne Stripes oder wie nennt man das? Manchmal auch eine ganze Seite, eine Geschichte, aber es sind immer Einzelgeschichten. Es ist also kein Band, der eine einzige Geschichte, eine zusammenhängende Geschichte erzählt, sondern einfach nur Heger, der Wikinger und das Familienleben und das Wikingerleben, die Beutezüge, die Eroberungen. Ja. Und es macht einfach sehr viel Spaß, diesen grobschlächtigen Wikingern, sage ich mal, auf seinen Abenteuern zu begleiten. Helga, die wahrscheinlich erste emanzipierte Frau. Ja. Kommt noch mit einem Lesezeichen. Finde ich also auch sehr nett. Fehlt bei den meisten Comics immer. Pro-Tipp übrigens für alle, die immer mit diesen ausgefransten Bändchen kämpfen. Einmal im Wachs tauchen, dann fransen die Dinger nicht weiter aus und bleiben so schön. Ja. Ist also wie gesagt eine tolle Anschaffung. Für alle Comic-Begeisterten, die Heger noch nicht kennen, holt euch Heger. Und für alle, die ihn schon kennen und dieses Band, aber diese Ausgabe vielleicht noch nicht kennen, das sind, ich glaube, wenn man alle Bände hat, das sind keine neuen Geschichten, aber sie sind neu zusammengestellt und ja, in einer guten Sammlung sollte das nicht fehlen. Vom Carlsen Verlag. Ist überall zu haben, ist also kein seltener Comic, der vergriffen ist. Und empfehle ich sehr. Ich werde in nächster Zeit mehrere solcher, ich sag mal, europäischer Comics vorstellen. Und ja, mal sehen, wie es ankommt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Dann wünsche ich noch eine schöne Woche, schönes Wochenende und macht's gut.